Willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal geht es um Deutsche außerhalb von Deutschland, beziehungsweise Deutsche in Ungarn und Deutsche in Rumänien. Und ja, die deutsche Volksgruppe war ja in Rumänien, in Siebenbürgen, ziemlich stark vertreten. Das war noch damals, als dieses Gebiet zu Ungarn gehörte. Und damals lebten dort noch 800.000 Deutsche. Das muss man sich mal vorstellen. Und dazu gibt es hier auf unzensuriert.at einen Bericht. Und hier steht auch, einst waren Städte wie Temeschwar Hochburgen des Deutschtums. Und ja, es geht hier um die Volkszählung, die ja auch in Rumänien stattgefunden hat. Und ja, am 2. Jänner wurden die Ergebnisse der jüngsten Volkszählung Rumäniens veröffentlicht. In 11 Jahren, also zwischen 2011 und 2022, hat sich die Anzahl der ethnischen Deutschen von 36.000 auf nur noch 23.000 reduziert. Vor 100 Jahren, also 1922, damals kam es, also 21 kam ja rum, kam dieses Gebiet zu Rumänien, und vor rund 100 Jahren, als die Region zu Ungarn gehörte, betrug die Anzahl der Deutschen dort 800.000. Und die Deutschen sind fast verschwunden. Also man muss sich mal vorstellen, in Rumänien, die Volkszählung in Rumänien hat jetzt gezeigt, es haben sich, man hat sich ja zu einer Volksgruppe zugehörig, man konnte auswählen, zu welcher Volksgruppe man zugehörig ist. So ist es jetzt richtig. Und bei den Ungarn haben sich über 1 Million Menschen in Rumänien haben sich der ungarischen Volksgruppe zugehörig gezählt. Und zur deutschen Volksgruppe sind es lediglich nur mehr 23.000. Also es ist ein Wahnsinn, in 100 Jahren von 800.000 auf jetzt nur noch 23.000. Das ist ja fast unvorstellbar, dass sowas passieren kann. Und die Zahl der jüngsten Volkszählungen in Rumänien kann aus deutscher Sicht nicht mehr alarmierend bezeichnet werden, denn alarmierend würde bedeuten, dass noch irgendeine Hoffnung auf die Erhaltung des ethnischen Deutschtums in Rumänien gäbe. Wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien berichtet, haben bei der Volkszählung, die bedingt durch Corona statt im Jahr 21 erst 22 durchgeführt wurde, sich gerade einmal 23.000 Menschen als Angehörige des deutschen Volkes bekannt. Bei der letzten Volkszählung 2011 waren es noch 36.000. Somit ist die Volksgruppe der Deutschen in Rumänien fast verschwunden und im Untergang geweiht. Und hier ist es nochmal eine Erklärung. Diese Entwicklung ist historisch betrachtet schier unvorstellbar, da vor kaum mehr als 100 Jahren auf demselben Gebiet rund 800.000 Deutsche lebten, laut letzter Volkszählung 1920. Und damals gehörten die genannten Gebiete zum Königreich Ungarn. Also es ist eigentlich wirklich ein Wahnsinn, was dort passiert ist. Aber auch ein paar Worte dazu. Ich habe jetzt unlängst irgendwo gelesen, dass Ignaz Baerz eine Aussage gemacht hat, dass er in kürzester Zeit, beziehungsweise er und die Plattensee-Deutschen in kürzester Zeit die größte Community aufgebaut haben, deutschsprachige Community aufgebaut haben in Ungarn. Das stimmt so nicht. In Ungarn waren vor Ignaz Baerz auch schon 180.000 deutschsprachige Menschen vorhanden. Also es gibt eine ziemlich große Community, deutschsprachige Community in Ungarn. Das sind die Ungarndeutschen, und
da hat Ignaz Berz nichts damit zu tun. Die deutschsprachige Community in Ungarn war schon groß, da hat es keinen Ignaz Berz gebraucht, sondern die wird auch gefördert und er hat hier keine die größte Community aufgebaut oder sonst irgendetwas, denn die war schon vorhanden. Er hat ja die Neuauswanderer bzw. Neueinwanderer in Ungarn hat er vielleicht ja in diesem großen Stil zusammengeführt, aber eine die größte deutschsprachige Community hat er hier nicht auf die Beine gestellt. Und die deutschsprachige Community in Ungarn wird auch von Ungarn gefördert. Also die deutsche Minderheit hat durchaus hier Rechte, wie zum Beispiel sie können die Kinder in zweisprachige, also deutsch- und ungarischsprachige Kindergärten schicken, in zweisprachige deutsch- und ungarischsprachige Schulen schicken. Das ist alles vorhanden. Und ja, da braucht man keine Community hier in Ungarn aufbauen, denn die ist vorhanden. Und die wird auch vom Staat gefördert. Und es sind über 180.000 Ungarndeutsche in Ungarn beheimatet. Also da braucht man nichts aufbauen, sondern das ist vorhanden. Also ich weiß ja nicht, was der von sich immer glaubt, was er hier auf die Beine stellt. Ja, aber die Entwicklung in Rumänien ist, ja, ist halt nicht wirklich gut. Denn dort verschwindet die deutsche Community, ja. Und hier, es geht auch anders. Wie man deutsche Minderheitspolitik erfolgreich betreiben kann, zeigt einmal mehr Ungarn. Hier erlebt das Deutschtum eine Blüte, wie sie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja Deutsche von überall vertrieben. Aber die hier geblieben sind und durchgehalten haben, ja, die haben es geschafft und die haben jetzt wieder weitreichende autonomische Rechte und so weiter. Vor allem im südungarischen Gebiet der schwäbischen Türkei floriert die deutschsprachige Gemeinschaft. Staatlich geförderte Kindergärten, bilinguale Schulen, deutsche Gottesdienste und unzählige deutschsprachige kulturelle Veranstaltungen bestimmen den Alltag. Also nichts mit Ignaz Berz hat hier was auf die Beine gestellt. Das war schon vor ihm so. Durch die Form der offiziellen deutschen Selbstverwaltung gibt man jedem Ort die Möglichkeit, sein Deutschtum staatlich gefördert zu wahren. Also hier steht's auch. Mit Erfolg. Bei der letzten Volkszählung 2011 bekannten in Ungarn sagenhafte 185.000 Menschen zur deutschen Volksgruppe. Somit sind die Donauschwaben in Ungarn nach den Elsässern und Südtirolern die größte deutsche Minderheit in Europa. Also, so viel dazu, so geht es auch in Ungarn, also beziehungsweise Ungarn zeigt, wie es geht. Aber es ist ja nicht so, dass nur die Deutschen kulturell gefördert werden in Ungarn. Es ist genauso mit den Kroaten zum Beispiel hier in der Grenzregion zum Burgenland, also zum österreichischen Burgenland, gibt es ja sehr viele Dörfer, wo auch große kroatische Minderheiten wohnen und die werden auch gefördert. Dort sieht man auch an den öffentlichen Gebäuden, dass die ungarische, aber auch die kroatische Fahne draußen hängt und so weiter. Also ja, so kann man es auch machen. Oder ja, Negativbeispiel Rumänien. Ja, dort verschwindet gerade die Anzahl bzw. die ethnischen Deutschen verschwinden dort. Die ungarische Minderheit wird ja auch dort die ganze Zeit ja,
drangsaliert und so weiter, genauso wie in der Ukraine. Dort schikaniert man die Ungarn auch. Und ja, in Rumänien ist es halt so, weil die Rumänen und Ungarn verstehen sich ja nicht so wirklich. Aber wenn man sich anschaut, dass Rumänien einen Staatspräsidenten aus der deutschsprachigen Minderheit hat und der selber nichts für die deutschsprachige Minderheit in Rumänien tut, dann ist es doch bedenklich, was dort los ist. Also, man sieht, man kann anhand des Beispiels von Ungarn, man kann sehr gut auch ja, in Ungarn, also als andere ethnische Gruppe sehr gut in Ungarn leben, hat auch keine negativen beziehungsweise keine Nachteile, sondern kann wirklich in staatlich geförderte Kindergärten und bilingualen Schulen kann man dort die Kinder hinschicken und so weiter. Also deshalb, man sollte nicht zu viel Angst vor einer Auswanderung von Deutschland nach Ungarn haben, denn man hat durchaus die Möglichkeit, dass man ja, hier in diesen offiziellen deutschen Selbstverwaltungen wohnt und dort auch mit der deutschen Sprache sehr gut zurechtkommt in Ungarn. Und ja, wenn man die Kinder in bilingualen Schulen schickt, dann lernen die sowieso Deutsch in der Schule, aber auch zu Hause und natürlich auch Ungarisch in der Schule. Und damit wachsen die schon bilingual auf mit der deutschen und ungarischen Sprache und können dann noch ja, Englisch als zusätzliche Sprache in weiterer Folge der Schule dazulernen. Das ist natürlich ein Vorteil, man wächst mit drei Sprachen gleich einmal auf und das ist für die Kinder auf jeden Fall ein Vorteil, denn je mehr Sprachen man kann, umso besser ist es. Also, ja, und da braucht es auch jetzt nicht irgendeine neue Community und so. Wenn man wirklich auswandern möchte, dann kann man hier die Hilfe der Ungarndeutschen in Anspruch nehmen. Denn es gibt verschiedene kulturelle Vereine der Ungarndeutschen. Und da braucht es kein Ignaz Berz und so, der glaubt, er hat hier was auf die Beine gestellt. Nein, das gab es schon und das gibt es jetzt auch, die Ungarndeutschen. Und dort findet man auch Hilfe. Man kann dort um Rat und Hilfe ansuchen und findet das auch. Also, ich weiß nicht, man soll einfach nicht so eine Angst vor einer Auswanderung nach Ungarn haben, auch wenn man die Sprache nicht kann. Mit der Zeit wird man so viel dazulernen, dass man sich auch unterhalten kann. Also in diesem Sinne, ich hoffe, das Video war hilfreich, informativ und ja, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen und hören uns im nächsten Leben in Ungarn Video.